Und Schalter. Oh crap. What the Dickens? Ist immer noch ein blödes Vieh. Oh Gott. Have fun. Ah, ich werde ihn jetzt damit toasten müssen, wenn ich den zweiten Laser anhab. Ist cool. Zum Glück kann er mich hier oben nicht wegschnabulieren. Wäre auch noch schöner. Umkehr, Sieg, wir. Hallo? Oh shit, der hat keinen Ton gemacht, das Mistvieh, ey. Was soll das denn? Bist du ein blödes Viech? Doofes Pfölt, blödes Viech. Bist du jetzt geröstet? Nom nom nom? Nom nom nom? Schön. Muss ich ihn jetzt ausmachen oder werde ich auch geröstet? Ich werde nicht geröstet, das ist ja lustig. Trotzdem muss ich den anmachen. Warte mal. Wir haben jetzt schon gelernt, wie der Scheiß hier funktioniert, ne? Ich werde wahrscheinlich gleich weggekokelt. Wenn ich da drauf drücke. Ne, okay, dann kann es nicht passieren. Weil dann ist der Mist weg. Yay, wieder eins geschafft. Wuhu, das ging schnell. Wenn ich jetzt weggekokelt werde, dann kriege ich einen Abrappel. Okay, nein, alles cool. Shankadane. Alles cool, alles läuft. Tschüss. Und Teleportation. Go, go, go. So, was müssen wir hier Schönes machen? Ich finde das Spiel bisher echt toll. Also, die Rätsel sind teilweise ein bisschen knackiger, aber es ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, außer dass ich mich anstelle wie Hund. Oh my goodness, wie soll ich das denn schaffen? Jetzt haben wir noch Teleportation Jujitsu-Kram, ne? Das heißt, ich werde auf jeden Fall nicht zurückkommen. Okay. Immer dran denken. Immer dran denken. La 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 la. So's. Okay. Ja! Are you freaking kidding me? Also ich komme auf gar keinen Fall zurück, wie es scheint. Zumindest scheint es so. Ich soll die noch gar nicht hin. Ja, warte mal. Nehmen wir die schnelle Variante. Oh, ich komme da auch nicht durch. Hä? That's curious. Aber ich komme hier doch auch nicht durch. Das ist nämlich das Ende. Wo muss ich denn sonst lang? Guys? Ich muss doch da oben durch, dachte ich. Hier kann ich doch gar nichts mehr machen. Den wegschicken bringt's auch nicht. Ich muss jetzt irgendwas hier machen. Ich habe mir das ja da oben freigeschaltet, dass ich nur hier hin kann. Warum ich da oben nicht durch kann, frage ich mich. Ja gut, da gibt's eh nichts. Ich weiß, ich sehe das. Aber hier bringt mir meine Teleportationskacke auch nichts, ne? Ne, da muss ich erst hinkommen, denke ich. I really don't get... Ah, ich weiß wie. Oh nein, wie soll das denn gehen? Wie bescheuert. Stelle ich mich aber direkt richtig hin. Hier hin. Ach ne, das war dumm. Okay, der Schalter switcht das immer, wisst ihr? Das ist ein Toggle, das ist kein richtiger Schalter. Also, es ist ein richtiger Schalter, jeder Schalter ist ein Toggle-Mechanismus, also ein... im Grunde ein Boolean. True or not true, one or zero. Wisst ihr, Strom, kein Strom, das ist ein Schalter. Macht schon Sinn.
Ist schon richtig, aber ich hätte nicht gedacht, dass die alle an dem Schalter hängen, alle diese Dinger. Ja, und das ist der einzige Schalter, das heißt, ich muss immer hierhin zurück jetzt. Have fun. Oder ich irre mich und bin jetzt für immer gefangen. Das ist natürlich auch geil. Ne, jetzt komme ich wieder durch. Hä? Hä? Aber warum, Sir? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich hab den doch ausgeschaltet, oder nicht? Habe ich nicht ausgeschaltet? Nö, nee, funktioniert nichts. Guck, ich kann es so oft drücken, wie ich will. Das sollte eigentlich zugehen, aber nö. Awesome. Und ab jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was ich hier tun soll. Denn auch wenn die Dinger weg sind, geht das hier nicht auf. Ich könnte etwas verdammt Dummes tun. Vielleicht hier ein Teleport und dann wieder Schalter. Ja, aber das ja nicht. Das habe ich ja gerade ausprobiert, oder? Also ich meine, die Idee hatte ich ja gerade auch. Dass der Schalter das alles toggelt. Aber er toggelt ja nicht alles. Er toggelt ja nur den einen Punkt. Wie komme ich denn dann weiter? Weil mir gehen die Optionen aus. Ich habe ja gar nichts zu tun hier. Ich kann ja nichts machen. Der Schalter wird nicht wieder umgelegt, wenn ich dran gehe. Ich könnte sterben. Das war nicht wirklich die Lösung. Sterben bringt nichts, wie ihr gesehen habt. Weil irgendwie gehen mir die Optionen aus. Wie soll ich das hier aufmachen? Ich kann es nicht aufbrechen, ich kann gar nichts. Habe ich andere Sachen? Aber auf andere Sachen darf ich nicht vertrauen. Im Gegenteil, ich sollte eigentlich nur das und das nutzen können, wenn überhaupt. Weil das sind die zwei Sachen, die ich sicher zu diesem Zeitpunkt schon haben werde. Was habe ich falsch gemacht? Habe ich das Game gebuggt? Das wäre lustig. Ich kann das hier auch nicht wegschicken und teleportieren, weil beide Fähigkeiten gleichzeitig gehen nicht. Sobald ich umschalte. Warte, ich zeig's euch. Seht ihr jetzt? Sobald ich umschalte, ist die Silhouette weg. Das heißt, ich kann nicht mehr zurück teleportieren. Ja, vielleicht sind die Plattformen auch Schalter. Daran habe ich auch schon gedacht, aber. Siehst du? Da oben der Schalter ist. Da oben das Ding ist noch an. Wenn die Plattformen, die gehen alle immer gleichzeitig weg. Aber guck, der hier ist immer noch zu. Und das war ja gerade mein Punkt. I have no freaking idea how that should go. Man hört immer so ein, wenn ich das mache. Oh, wait. Nee, der Schalter da oben ist auch immer noch an. Ich dachte, der würde gerade ausgehen. Das sah so aus. Still closed. Ups. Wenn ich tot bin, kann ich auch nicht mehr teleportieren. Mensch, Gary. Du bist der Beste. Du bist der Beste hier. Ich habe nur einen kurzen Zeitraum, wenn das Ding hier kaputt geht oder so. Vielleicht ist das hier der Schalter. I don't fucking know. Nö. Definitiv nicht. Hat definitiv nichts mit den Dingern zu tun. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Das ist ein komisches Rätsel. Ich meine, ich habe ja nicht wirklich was gegen Rätsel, ne? Aber wenn man keine Ahnung hat, was man hier machen soll, finde ich es ein bisschen Unsinn. Und ich kann mich während der Cutscene auch nicht teleportieren, ne? Das heißt, während ich den Schalter da oben drücke, kann ich mich nicht teleportieren. Habe ich eben ausprobiert. Geht's hier noch weiter hoch? Nope. Seht ihr? Hört ihr? Ich kann mich ja jetzt teleportieren. Vielleicht sind die Plattformen auch schon, die man in einer bestimmten Reihenfolge machen muss. Ja, ich hatte befürchtet, dass du sowas sagst. Aber dann wären das im Grunde nur diese fünf.
Ah, warte mal, es gibt doch immer diesen Ton. Warte mal, ich wette, es gibt einen Signalton, wenn ich die richtige erwische. Ja. Oh my goodness. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh Gott. Ey, das... Das ist ein beschissenes Lock. Pass mal auf. Wetten? Pass auf. Nein, das war's nicht. Ja, knapp. Aber seht ihr, Teleportations-Bullshit. Aber volle Möhre. Jetzt die Frage, einen weiter links oder den hier direkt? Ah, und genau falsch gemacht. Was für ein beschissener Kram, ey. Wer hat sich so einen Kack ausgedacht? Der gehört geschlagen. Was ist das denn? Oh, das hätte aber auch passen können. Oh, damn, jetzt muss ich nochmal zurück. Weil ich hier nicht drüber komme, ohne zu teleportieren. Da du das letzte Mal nachgefragt hast, was ich schaue, hab mir jetzt auch mal Europa Universalis 4 gegönnt und das Spiel sagt mir bisher zu. Das freut mich. Ach, schön. Ich freue mich, wenn es Leute gibt, denen das wirklich gefällt. Ich hatte nämlich gar nicht so gedacht, dass meinem Dunstkreis, also meiner Community, um es netter auszudrücken, dass das wirklich gefallen würde. So, so, so. Jetzt die Frage, Mitte? Ja. Oh, crap. Was? Der war doch schon gedrückt, du Sack. Auch die Art, wie du es erklärst, vereinfacht das Verständnis ziemlich, obwohl es immer noch recht kompliziert ist. Ich freue mich, wenn das hilft. Ich bin nämlich gar nicht so gut im Erklären. Hallo Shiro, schön, dass du da bist. Wir haben gerade Bullshit-Rätsel zu lösen in The Way. Und ja, das hier ist wirklich Bullshit. Das ist einfach Trial and Error. Das hat nichts mit Nachdenken zu tun. Das ist einfach nur Quark. Okay, wetten. Ja, ich muss wieder wegteleportieren. Das ist so ein Bullshit. Pass auf. Wir haben das meiste schon raus von diesem doofen Rätsel hier. Im Grunde ist es ein ganz okayes Rätsel, aber es ist halt so ein Trial-and-Error-Fuck. Ich würde lieber nachdenken bei sowas. Okay, du. Mal gucken. Ja, das dachte ich mir schon fast. Okay, ich weiß, wie es funktioniert. Teleportation Nujitsu. Teleportation. Bing, bing. Und bing. Oh, really? Wie denn dann? Dann kann es gar nicht funktionieren, weil da sind keine Knöpfe mehr. Habe ich irgendeinen Teil der Sequence vergessen? Ja, aber guck mal, funktioniert doch nicht. Was wollen die von mir? Hä? Verstehe ich jetzt gar nicht. Weil... Ach, der geht. Ach, guck mal. Hatte ich vergessen. Sorry. Und der geht wieder nicht. Oh, zum Kotzen, ey. Ich hasse so Trial-and-Error-Scheiße. So ein Kack, ey. Oh, das war dumm. Das war mega dumm. Apparate? Ich habe gerade ein Achievement bekommen. Did you just apparate to the same spot? Wow. Apparieren. Wollt ihr mich verarschen? Geil. Hab's auch nochmal eine Harry Potter Reference reingebracht. Und ja, ich bin gerade am selben Spot wieder appariert. Das letzte Mal konntest du drei Felder ablaufen, also von links nach rechts. Danke, Lucy. Ich hab's wieder rausgefunden. Ich muss den einen Part dieser Sequence vergessen haben. Ah, okay. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Ich hätte es komplizierter, hatte ich mir gedacht. Aber jetzt passt. Yay, wir haben es endlich geschafft. God damn it. Okay, jetzt müssen wir hier wohl irgendeinen Strahl leiten.
So Rätsel hier liebe ich wieder. Die finde ich total super. Meistens. Oh, na, okay. Nicht wirklich total super. Ich finde es super, wenn ich die selber kontrollieren kann und nicht, wenn ich mit so Schaltermist arbeiten muss. Weil das ist wieder ein bisschen ekelhaft. Warte, stellen wir den oben mal richtig, weil der ändert ja sonst nichts mehr. Gut, dann stellen wir... ne, der ist noch nicht richtig. Jetzt ist er richtig. Dann stellen wir den zweiten richtig. Wir machen das einfach nach der Reihe, was soll's. Okay, jetzt muss der untere gerade werden. Ja. Ich weiß nicht, was der obere werden muss. Der ist mir eigentlich völlig egal, oder? Der ist mir völlig egal, der obere. Okay, wie sieht's mit dem hier aus? Der ist richtig schon. Ist alles richtig, nur der hier noch nicht. Zap. Warum ist jetzt eine Zeit angesprungen? What? Ah, okay, wartet mal. Ich weiß warum. Wie immer. Nee, obwohl, das kann eigentlich auch nicht sein, ne? Egal, machen wir mal. Zup. Dankeschön, Hugo-Tier. Und danke, Sabotierer und Gimli. Bitte sag mir, dass das schnell genug war. Bing, 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 bing. Yeah! Der Gary! Hat er doch mal was richtig gemacht, Mensch. Ah, so eine Pflaume sind dann vielleicht doch nicht. Ja gut, eigentlich schon. Yay! Das war wiederum lustig. Es wäre lustiger gewesen, hätte ich die Dinger direkt einstellen können, aber oh well. Es wäre einfach einfacher gewesen. Ja, das sehe ich manchmal als lustig an. Aber es hat funktioniert, immerhin. Immerhin. Also zu stressig sind die Rätsel nicht. Die waren wohl schwerer mal, aber sie haben es ein bisschen reduziert. Weil, naja, ich meine, ne? Man kann es auch übertreiben. Soll immer noch Spaß machen, der Kram. Und wenn es nur Stress die ganze Zeit, so ein bisschen wie es bei mir immer bei Myst war, dann ist es auch kacke. Alles kacke. Alles kacke. Wir haben den letzten Kristall. Yay, mal gucken, was jetzt passiert. Was wir jetzt damit Schönes machen können. Wir sind jetzt wieder zurück. Hey Frank, hallo. Danke, dass du mich gewartet hast. Voll nett von dir. So, jetzt haben wir alle Fertigkeiten. Wir sind trainiert worden, diesen Fertigkeiten. Jetzt müssen wir die wahrscheinlich in Sequence einsetzen. Und ja. Ja, würdest du bitte? Dankeschön. Die Frage ist, wohin müssen wir jetzt zurück? Ich glaube nicht hier hoch. Hier steht nur das Schiff, ne? Ja, da steht nur das Schiff. Geht bloß weg, ihr blöden Insektenviecher. Oh nein, das ist dumm. Hier muss ich die Franks Tour nehmen. Ah! Please don't kill me. Dankeschön. Frank, kommst du mit? Das ist voll nett von dir, weil jetzt fliegt das Vieh nämlich weg von mir. Ah! Frank, sei mein Beschützer! Frank! Ich hab dich auch lieb. Was ist los, Junge? Hier hätte ich auch wieder was machen können. Ich mag Frank. Frank ist toll. Nein, da steht Tinkern, weil es sein Nachname ist. Ja, nicht, weil es sein Vorname ist. Das wollte ich klarstellen. Frank, mach mal ein bisschen schneller. Ich will auch so einen haben. Der ist voll süß. Okay, er ist ein tödliches Raubtier. I know, but who cares? Als ob das die Menschen immer abgehalten hätte, hä? Gott, bitte sag mir, dass das Vieh mich hier nicht angreifen kann. Frank! Ich fand's schöner, als die Laserpistole hatte und dass die Viecher den Chaos machen konnte. So. Über die Brücke, schnell, schnell, schnell. Okay. Ja, bitte hilf mir. Okay, haben wir das auch erledigt. Hui. Nur die würdigsten, bla 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 bla. Wir haben uns schon als würdig genug erwiesen. Das war allerdings mit der Laserpistole viel anstrengender. Deswegen bin ich hier schon ganz froh, dass Frank die einfach alle beeindruckt und dann macht keiner mehr was. Bester Frank. Mein bester Frank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier sterbe ich. Ich hasse diese Sprungpassage. Die ist voll doof. Okay.
Hat aber noch geklappt. Yay! Frank, komm mit. Ich mag einen Drachen als Haustier haben. Ja, ich nicht so. Der brennt immer so schnell die Bude ab. So awesome sie auch sind, aber brennt mir zu schnell alles. Wie die alle nach seiner Pfeife tanzen. Was ist das hier für ein Vieh? Die Mücken sind gefährlicher. Ja, irgendwie schon. Das sind die... Das sind Todesmücken. Heiliges Buch. Okay, und Gott. Ist ein bisschen schwierig, hier mit der Umgebung umzugehen. Immerhin haben die Typen uns hier Brücken gebaut. Das ist sehr nett. Jetzt, wo wir akzeptiert wurden in ihrem Stamm. Weil wir das Glowing Thing haben. Der Big Boss. Dann nimm den Eisdrachen. Der ist auch nicht viel besser. Ich wollte auch ungern einfach erfrieren. So, wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Mal gucken, was wir damit jetzt Schönes anstellen können. Ich hoffe, wir können irgendwas Tolles machen. Hey, Häuptling. Ja, ich verbeug mich auch vor dir gerne. Ich kann nur leider nicht. Ich kann nur so komisch hässlich kriechen. Ups, nicht so. So. Das sieht so bescheuert aus, ey. Obwohl, das Kriechen sieht noch gut aus gegenüber dem Rennen. Ich finde, das haben sie ein bisschen strange gemacht vom Stil her. So wie er hier so rennt. Er sieht irgendwie so ein bisschen Strichmann aus. Ach so. Okay. Aber sonst ziemlich cooles Spiel. Okay, mit dir kann ich nicht mehr viel machen, aber wir haben Kristalle. Hui, alle drei Kristalle drin. Und es funktioniert. Yeah. Endlich. Meine Geliebte wird wieder lebendig. Topografische Karte mit Hinweisen. Das Spiel dieser Ziege. Es sollte einfach sein, von oben zu lokalisieren. Ich werde das zu meinem Schiff senden. Oh, toll. Und das heißt, ich darf jetzt wieder... Nein. Oh, sie haben mitgedacht. Dankeschön. Danke, Spiel. Vielen, vielen Dank, Spiel. Das ist doch das Ding, was uns geholfen hat. Okay. Es hilft uns wieder? Oder es folgt uns? Aber cooles Sehen. Ach, übrigens habe ich mir Another World auch geholt. Ihr habt es ja gesagt, dass das hier davon abgekupfert wird. Das stimmt auch. Eine Übertragung, es sollte eigentlich niemand hier sein. Ach so, das Ding überträgt uns das jetzt. Ja, genau. Jetzt gehen wir mal die Umgebung. Ich erzähle das gleich, sorry. Movement detected. Spaceship detected type Dwarf. Wen haben wir denn da? Major Tom? Was? Major Tom? Ein schickes gestohlenes Schiff und ein schickes Kopfgeld auf deinen Kopf. Oh, toll. Ach so, der ist jetzt der hinter mir hält. Wir sind Major Tom. Okay, cool. Yay, das war jetzt notwendig, ne? Dass wir auch noch abstürzen. Oh, armer Frank. Hoffentlich geht's dir gut. Was ist passiert? Ein Kopfgeldjäger hier? Warum? Wegen dir. Du hast das Schiff gestohlen. Oh Gott, bitte nicht. Tag, Tag, Tag. Geil. Gott sei Dank, dir geht es gut. Ah ja, meine Frau geht's gut. Super. Es ist hier nicht sicher für sie. Tag, Tag, Tag. Ich muss die Bedrohung beseitigen. Frank, alles in Ordnung? Gut, schnappen wir ihn uns. Wanted dead or alive habe ich bekommen. Ich soll einen Weg finden, um den Kopfgeldjäger loszuwerden. Wahrscheinlich kann ich ihn mit dem Schild töten. Ja, du bist ein bisschen hin, ne? D&A, schalte dich ab. Ja, macht er nicht. Tag, 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 Tag. Aber immerhin geht's unserer Frau gut. Oh, der hat ein neues Schiff. Hey, danke. Kann ich gebrauchen. Oh, crap. Oh ja, Todesdruiden des Todes. Auf Doom. Geil. Ja, so much joy. Was ich aber sagen wollte, bleibt außerhalb ihres Sichtfelds. Ja, danke schön. Was ich sagen wollte ist, es stimmt, dass sie sehr viel mit Another World gemeinsam hat, weil die sich nämlich an dem Schöpfer von Another World orientiert haben, mit vielen Dingen. Und ich habe mir Another World auch mal geholt, vielleicht können wir das ja hiernach auch mal durchspielen, mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Äquivalente dazu wären aber auch Heart of Darkness. Ja, das habe ich letztes Mal schon angemerkt, Nara, dem das stimmt. Die anderen kenne ich nicht außer Apes Odyssey, aber Heart of Darkness hat hiermit sehr viel gemeinsam, finde ich. Okay, und? Haha! Ich bin viel cooler als du. Ich mache einen auf Gangen. Warum sollte ich hier hingehen wollen? Ich will doch den Kopfgeldjäger ausschalten. Frank, töte ihn. Und wehe, du wirst verletzt, dann wird er leiden. Was bist du für ein Vieh? Du bist ja cool. Okay, hier kann ich hochgehen und dann... dann kann ich nichts mehr machen. Das ist ja super.
kleine Vieh ist irgendwie knuffig. Okay, da komme ich nicht drüber. Vielleicht, wenn ich hier runtergehe. Ja. Scheibenkleister, aber das sieht geil aus hier. Sieht richtig genial aus. Wisst ihr was? Bevor ich hier lang gehe. Just in case. Man weiß ja nicht, was hier auf einen zugestürmt kommt. Da ist der schon wieder. Sie hält kaum das Gewicht des Raumschiffs. Ah, okay. Benutze Sprengstoff, um die Säule zu zerstören. Interesting, interesting. Okay. Sehr gut, wir haben immer einen Weg gefunden, um den Kopfgeldjäger auszuschalten. Aber dann ist das Raumschiff kaputt. Ich will das Raumschiff behalten. Wir brauchen eins. Oh Gott, wir werden hier durch eine Wüste wandern müssen, Leute. Das wird ja fun. Oh, ich hätte auch einfach den Teleport nutzen können. Habe ich wieder nicht nachgedacht. Oh well. Eine Erinnerung. Meine hübsche. Also waren wir hier auch schon mal. Wo war denn überall auf dem Planeten? Das ist ja voll schlimm. Ach so, okay, es geht jetzt um was anderes. Oh nein, da war sie schon krank. Vielleicht hat er ihr davon berichtet, was er hier machen wollte. Oh, traurig. Die arme Frau. Ja, wir sind praktisch ja schon Mr. Freeze, weil wir haben sie ja in so eine Gefrierkammer gesteckt. Aber ja, das hier soll auch so ein bisschen nur Hommage an Another World sein. Also da hattet ihr schon ganz recht. Ich kannte Another World gar nicht. Es gab jetzt günstig bei Greenman Gaming in einem Daily Offer für 1 Euro oder sowas, habe ich mir gedacht, jo, das hole ich mir. Wenn ihr schon sagt, dass das davon ist und dass das ganz, ganz cool sein soll auch. Das ist ein Remake, das ist übrigens das Remastered von Another World. Was ich mir da geholt habe. Komm her, Mr. Druide. Drehst du dich noch um oder lässt es? I thought it would work. Ja, eben. Habe ich nämlich auch. God damn it. Was zur Hölle? I thought it would work, but the explosion killed me. Ja, geil. Habe ich jetzt schon den Auftrag? Ja, benutze Sprengstoff. Dankeschön. Das heißt, ich habe auch die Erinnerung gefunden. Ansonsten kann ich mir da nochmal kurz hingehen und gucken. Alter! Okay, Tinkern legt sich dort einfach hin. Hey, Guy. Penner. What? Wieso versteckt er sich da? Ach, that was nice. Ja, gut, die Roten sind also Sprengstoff-Druiden und die anderen töten mich einfach nur. Cool. Okay, ich gehe jetzt natürlich erst nochmal hier unten lang. Aber ich wollte gucken, was man da machen kann. Vielleicht gibt es ja noch eine Erinnerung oder sowas. Granate, ja. Ja, ich guck doch unten, Mensch. Das glaubt doch nicht, dass ich das nicht untersuchen werde, was hier ist. Das glaubt ihr doch nicht. Okay, hier geht's auf. Da gibt es was, aber ich kann nicht erkennen, was. Ich kann, glaube ich, auch nichts tun. Nee, kann ich leider nicht. What a pity. Okay, hier müssen wir so später nochmal hin. Interesting. Aber ihr glaubt doch nicht, dass ich das hier nicht untersuchen werde, Mensch. Oh, Frank. Frank ist so süß. Die Frage ist, warum er sich da hinlegt. Geht's dir nicht gut, Frank? Please don't kill me. Frank, alles in Ordnung? Hallo? Okay, ich hoffe, dir geht's gut. So wie er da auf der Lauer liegen. Nom 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 nom. Finde ich voll gut.
Oh, wie er da liegt. Vielleicht geht's ihm wirklich nicht gut. Da hinten ist wieder so ein blaues Viech. Ich verlasse meine Frau nicht. Ja, ist auch okay. Ist ja gut, Mensch. Hammerhart, ey. Du Typ, oh nein. Ja, und dann zwei stehen gleichzeitig auf, ne? Ja, geil.